Hallo Leute und good morning. Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich starte den Vlog gleich mal mit einem Experiment. Und zwar hatte ich euch erzählt, dass ich mein Make-up immer jetzt mit Sonnencreme mische. Und ich mische jetzt heute einfach mal auch noch Vitamin C Serum rein. Das soll man ja morgens benutzen. Auf jeden Fall, wenn ihr Vitamin C benutzt mit Sonnencreme, das soll irgendwie voll wichtig sein. Das kann mir auch nicht aus, aber ich weiß, dass es wichtig sein soll. Und ich dachte mir, das probieren wir heute mal. Ist jetzt alles so ganz toll auf meinem Schwamm vermischt. Aber die Mischung, also ich benutze immer, das hat mich auch jemand gefragt, zurzeit immer das Make-up, einfach weil es leer werden muss. Finde ich aber eigentlich auch ganz gut in der Farbe 005, falls ihr sehr, sehr hell seid, weil ich bin sehr, sehr hell. Dann passt das perfekt. Genau, und das mische ich heute mal alle drei Sachen zusammen. Ich denke, das wird auch gut. Heute Morgen schon gejournalt und meinen Kaffee getrunken, ein bisschen geplant für heute. Ist aber eigentlich sehr entspannt heute wieder mein Tag. Also ich habe meinen Englischkurs, also heute ist Mittwoch, aber mein Englischkurs ist auch mal erst um 12:30. Also erst noch halb viel Zeit. Und dann habe ich eigentlich noch Vorlesungen, zu der ich aber gefühlt nie hingehe. Aber vielleicht sollte ich das heute mal wieder machen. Muss ich mal schauen. Das Ding ist halt, wir schreiben keine Klausur in der Vorlesung. Und ich finde, das brauchen wir auch nicht so für unser Projekt, die Vorlesung. Deswegen finde ich es immer ein bisschen unnötig. Und es ist jetzt auch nicht so, dass mich das Thema mega interessiert. Also es geht so um Datenschutz auf Webseiten. Das ist jetzt irgendwie nicht so mein Thema, aber muss ich mal schauen. Ja, und ich finde so, also Make-up mischen, das ist meine neue Liebe, ich sag's euch. Ist so praktisch, weil dann ist es nicht so krass deckend, sondern mehr wie so eine BB-Cream. Wir haben jetzt gerade 20 nach 11, genau. Und ich habe meinen Vormittag genutzt und habe ein bisschen für mein Assessment Center gelernt. Ich war, also unter meinem letzten Video haben sie manchmal geschrieben, sie haben sich gar nicht vorbereitet und so, aber irgendwie, mir ist es schon wichtig, mich vorzubereiten, weil schon allein mal so Fragen, was sind ihre Stärken und ihre Schwächen, bin ich so, muss ich auch mal drüber nachdenken. Genau, deswegen habe ich das heute gemacht. Und ich mache mir gerade noch schnell zwei Wraps. Richtig schön einfach ein Wrap und eine Scheibe Käse und dann klatsche ich den Salat drauf. Weil, oh, der ist ein bisschen sandig. Gut, wahrscheinlich sollte man den waschen. Auf jeden Fall mache ich mir jetzt einmal nur zwei Käse-Wraps mit Salat, weil ich treffe mich um 12 wieder in der Stadt, weil wir ja dann Englischkurs haben. Also ich treffe mich mit der Freundin vorher. Und dann muss ich halt jetzt gleich losziehen, habe ich nicht mehr viel Zeit. Aber so ein Käse-Wrap ist super, sag ich euch. Super. So jetzt ein kleiner Snack. Hatte ich euch ja auch schon mal, glaube ich, im Video gesagt. Der Kurs ist halt 12:30. Also ja, 12:30 Uhr. Und ich schaffe es einfach nicht, wenn ich davor nichts esse, also nur Frühstück. Dann verhungere ich im Kurs, deswegen esse ich jetzt immer vor dem Kurs noch was. Heute sind es, wie schon 10-mal gesagt. Oh mein Gott, wir müssen den Käse-Wrap-Counter machen. Naja, auf jeden Fall esse ich die jetzt noch. Schau nach einem YouTube-Video, chill noch mal kurz. Und denke ich erstmal in die Uni. Und dann will ich auf jeden Fall entweder heute noch weitermachen, weil eigentlich macht es voll Spaß, sich so zu überlegen, wenn man sich dann so vorstellen soll, in so einem Vorstellungsgespräch, was man dann so sagen kann. Und ich finde es auch irgendwie voll interessant, nochmal so selber das durchzugehen. Also so, wenn man dann erzählen muss, ja, dann habe ich das gemacht
und dann halt auch begründen, warum man das gemacht hat. Und ich finde es gerade voll schön oder einfach voll interessant, so zu wissen, hat schon einen Grund gehabt, warum ich das so und so gemacht habe. Zum Beispiel, wenn man fragen sollte, ich weiß natürlich nicht, ob die das fragen, aber wenn die zum Beispiel fragen sollten, ja, warum hat ihr Bachelor 5 Jahre gedauert statt 3, dann kann ich so sagen, ja, ich habe halt noch zusätzlich Kurse belegt in Psychologie, aber auch in BWL und VWL und habe die ja auch alle abgeschlossen. Einfach, weil mich die Themen interessiert haben, weil ich gemerkt habe, dass rein Cognitive Science nicht 100% mein Bereich ist, dass ich einfach gerne noch mehr in Richtung Psychologie gehen möchte, aber mich auch sehr für Wirtschaft interessiere und einfach so, das einfach mal durchzugehen, so zu merken, hey, du hast dir da schon was bei gedacht und hast nicht einfach so random 5 Jahre gebraucht, finde ich irgendwie gerade toll. Also manchmal muss man auch so ein bisschen gezwungen werden, um sich nochmal so Gedanken drüber zu machen, aber ja, genau, auf jeden Fall ist jetzt erstmal, sonst wird es ein bisschen knapp. Ich bin jetzt aus der Uni wieder zurück und ich verstehe das nicht, ich schwitze so sehr, es ist nicht schön. Ich muss mich auch auf jeden Fall erstmal umziehen, aber ich habe im Treppenhaus gesehen, dass mein Paket angekommen ist und ich weiß, ich bestelle zurzeit ein bisschen oft. Das ist jetzt von Zalando. Aber ich brauchte Sachen, weil ich habe euch erzählt, ich habe einen Assessment Day. Und dafür brauche ich halt Sachen, weil ich will schon, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum das so wichtig ist. Ich bereite mich auch voll viel vor. Ja doch, ich weiß, warum es mir wichtig ist, weil ich diesen Job gerne hätte. Aber ja, ich will halt einen guten Eindruck machen und ich habe nicht so wirklich schicke Hosen. Also ich habe ganz normale Jeans. Ich glaube, das würde letztendlich auch gehen, aber ich will mich halt auch einfach wohlfühlen. Weil ich glaube, wenn ich mich wohlfühle, strahlt man auch mein Selbstbewusstsein aus. Und ich denke mal, das kommt, also es schadet ja nicht, wenn man sich wohlfühlt. Deswegen habe ich mir mal ein paar schickere Hosen bestellt. Und auch alle in toll, weil ich bin ja ziemlich groß und die meisten Hosen sind bei mir zu kurz. Und ich finde, es sieht super doof aus, wenn die Hose zu kurz ist. Deswegen würde ich sagen, probieren wir das mal an. Und ich glaube, ich muss mir ein neues T-Shirt anziehen, weil verschwitzt. Okay, also als erstes habe ich mir, auf die bin ich voll gespannt, so eine sehr blaue Hose bestellt. Ich fand es irgendwie cool, dass die nicht so dunkelblau ist oder so grau, sondern so ein bisschen ein Farbcatcher. Ich weiß noch nicht, ob sie mir jetzt letztendlich vielleicht doch zu schlumpfblau ist, weil die ist schon sehr schlumpfblau, aber irgendwie auch cute. Muss ich mal anprobieren. Die gab es leider noch in 40, deswegen mal schauen, ob die passt oder zu groß ist. Die Kamera jetzt mal ein bisschen nach unten gemacht, damit ihr die Hose gut sehen könnt. Und ich muss sagen, ich check's nicht. Normale Größen sind mir zu kurz, die Hosen. Und die ist schon fast zu lang, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob ihr die Hose jetzt ganz sehen könnt. Ich glaube nicht, aber die ist wirklich sehr, sehr lang. Aber an sich passt die, also es ist schon ein bisschen locker hier oben, aber ich finde, passt eigentlich. Ist dann auch ein bisschen gemütlicher. Und die ist jetzt halt noch komplett zerknittert. Vielleicht ist sie hier vorne ein bisschen. Ich muss die mir im Spiegel anschauen. Okay, also Fazit, sie ist doch ein bisschen zu groß. Also hinten auch so ein Stück. Und dadurch sitzt die halt hier vorne dann ein bisschen sehr baggy. Also ich glaube, sie ist leider nicht fett. Weil ich finde die Farbe cool. Okay, ich habe als nächstes noch die hier. Die ist auch tall, aber die ist unten deutlich kürzer, aber ich würde sagen von der Länge perfekt. Die ist von Even and Odd, glaube ich, spricht man es aus. Und die hier war von Anna Field. Und ich finde, die hat vom Stoff so richtigen, eher so Freizeithosenstoff. Und die hier hat so einen richtigen Business-Stoff. Also ich glaube, die ist voll gut. Die ist jetzt halt auch 38. 38 passt mir eigentlich fast immer gut. Obwohl ich sagen muss, die fällt sehr groß aus. Die hätte ich auch in 36 sogar nehmen können. Manchmal habe ich auch 40, aber Größen wisst ihr ja, ne? Sind immer durcheinander. Aber ich glaube, die kann ich so anziehen. Ich glaube, die ist eigentlich perfekt. Ich weiß dann nur, ich glaube, ich ziehe einfach eine Bluse an. Und ich glaube, eine Jacke braucht man nicht, weil ich denke mal, es ist auch nächste Woche Donnerstag ist ja mein. Ist das mein Zähne? Ich denke mal, das ist auch warm. Also glaube ich, ziehe ich einfach die Hose an mit einer Bluse. Vielleicht noch irgendwie schickere Schuhe, aber ich glaube, meine Schuhe, die ich gekauft habe, ich weiß nicht, für mich sind die schick. Also Schuhe muss ich dann nochmal überlegen, aber da werde ich schon noch was finden. Ich glaube, aber die Hose,
sitzt wirklich gut. Zeig ich dir nochmal im Spiegel. Gut, ich glaube, hier erkennt man sie auch nicht besser, aber ist halt so sehr dunkles Blau. Hier in dem Licht erkennt man vielleicht die Farbe ganz gut. Also es ist wirklich so ein schönes dunkles Blau und der Stoff ist so ein bisschen dicker, aber auch so ein bisschen stretchy. Ich muss aber sagen, dass mir die Hose hier auch echt richtig gut gefallen hat. Vor allem, der hat halt so einen dünneren Stoff. Und es fühlt sich, halt die ist nicht stretchy, sondern eher so, ich weiß nicht, was das für ein Stoff ist, müsste ich nachschauen. Aber die hat halt eher so einen dünneren Stoff und dafür fällt er so sehr locker. Und der Stoff ist halt wirklich so ein bisschen, ja, stretchy. Aber ich glaube, weil mir die Hose auch echt richtig gut gefallen hat an sich, schaue ich mal, dass ich mir so einen Wecker stelle, wenn es wieder ein 38 gibt, dass ich nochmal ein 38 bestelle, weil an sich finde ich die auch so für den Alltag im Sommer, Frühling mega schön. Ich mache mir jetzt nochmal schnell was zu essen. Ich habe nämlich schon wieder ein bisschen Hunger. Genau, und ich mache mir so, also ich liebe Salat ja generell, aber wenn ich so schwitze und es so warm ist, dann mag ich Salat noch mehr. Und ich mache mir heute so eine Mexican Salat Bowl. Ich zeige euch mal die Zutaten. Also ich mache erstmal die Base, einfach Salat. Und dann mache ich ein Dressing, keine Ahnung, ob es gut wird, aber ich denke schon aus saurer Sahne, so eine Mexiko irgendwas und vielleicht ein bisschen Essig. Einfach damit man so ein bisschen, ja, ein Salatdressing hat. Und dann klatscht einfach Mais und Kidneybohnen drauf und ganz viele Nachos. Also, nennt man das Nachos? Ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, diese dreieckigen Tortilla-Chips oder so. I don't know, auf jeden Fall davon ganz viele. Und noch ein bisschen Frühlingszwiebel. Also sehr basic, aber das ist gerade, was wir da haben. Ich mache auch das an der Augenbraue, an der Nase, an den Ohren. Was weiß ich, dann siehst du es ja selbst. Das ist jetzt mein, ich weiß gar nicht, bin ich das jetzt Mittagessen? Ich habe eigentlich schon was gegessen, was auch immer, auf jeden Fall mein, schon wieder vergessen, Nacho-Salat, nennt man das so? I don't know, auf jeden Fall sieht nicht so lecker aus von der Seite, aber ich habe auch noch Tomaten reingemacht, also eine Tomate, eine große, ja, aber ich finde es sehr, sehr lecker, freue ich mich auf jeden Fall sehr. Mein Salat jetzt gegessen und wir haben jetzt 3:38 PM. Oh, ich bin schon wieder so müde, ne? Mittagstief haut schon wieder rein. Deswegen Coffee Number 3. 3 TH für Deutsche, ganz toll. Genau, und ich werde mich jetzt nochmal ein bisschen weiter an den Laptop setzen. Mal schauen, was ich mache. Entweder mache ich was für die Uni, muss ich mich eigentlich auch schon wieder was machen. Oder ich mache was anderes. Also wieder vorbereiten und so. Mal schauen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, heute einen Filmabend zu machen. Und zwar schaue ich Ocean's 8. Und ich schaue wieder in Englisch, weil ich möchte gerne Englisch lernen. Genau, ich habe noch Abendessen gemacht. Und zwar einmal Nudeln mit grünem Pesto und so einem mediterranen Gemüse. Einfach so eine fertig Tiefkühlmischung. Da habe ich noch mein Kino-Popcorn, weil wir gestern wieder mal im Kino waren. Und das kann ich dann nachher noch snacken. Wenn ich mein Abendessen gegessen habe, noch ein Glas Eistee gemacht. Und ich wollte eigentlich heute Abend Sport machen. Aber es ist jetzt auch schon wieder 19.33 Uhr und ich war einfach nicht so motiviert und hatte einfach auch nicht so Lust, wollte lieber ein bisschen entspannen. Deswegen, Filmabend. Hallo Leute, wir haben heute schon Freitag. Ich habe gestern gar nicht gevloggt, aber gestern war auch Feiertag und ja, wir haben eigentlich nicht so viel gestern gemacht. Also ich war mal wieder Gingy besuchen, bei meiner Familie frühstücken und sonst einfach wieder Sachen am Schreibtisch. Also nicht so spannend, aber heute dafür sehr cool. Fahre ich jetzt zu einer Freundin, beziehungsweise eigentlich ist es eine Freundin von meiner Schwester und die macht mir meine Haare und deswegen sehen ja gerade so scheiße aus, weil die sind komplett fettig. Aber man soll vorm Blondieren die Haare nicht waschen. Ja. Und ich finde gerade meine Haarspange nicht, sonst will ich meine Haare auch zumachen. Aber ich glaube, es ist auch egal, ich lasse sie dann einfach offen. Auf jeden Fall will ich ja wieder hier oben meinen Balayage, also Strähnchen. Und vielleicht auch unten ein bisschen heller. Ich hoffe, auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie es aussehen wird. Und mache mich jetzt auf den Weg. Meine Haare sehen so scheiße aus. Ich mache die jetzt zu. Ich habe meine Haarspange auch gefunden.
Es wird ein richtiger Sleek-Dutt heute. Mann. Haha. Weil meine Haare so fettig sind. So praktisch. Braucht man kein Haarspray, kein Haargel. Nothing. Und ich finde mich super schlau, weil ich mache meinen Dutt in letzter Zeit voll oft einfach mit so einer Haarspange zu. Ich finde, mit einem Haargummi sieht es oft komisch aus. Da ist man eigentlich ganz süß. Ich sehe gerade meine AirPods. Die muss ich einpacken. Ich muss nämlich Bus fahren. Hallo Leute, heute ist schon der nächste Morgen. Wir waren gestern noch so lange mit meinen Haaren beschäftigt. Also, weil ich bekomme ja mal Strähnchen und es dauert halt mega lang. Und ja, dann war ich gestern mega müde und es war auch schon dunkel. Also man konnte nicht so gut filmen. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal meine Haare. Es ist wirklich sehr pretty geworden. Also ich liebe es komplett. Ich weiß gar nicht, ob ihr so den krassen Unterschied jetzt seht. Aber es ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied. Vor allem, wenn man mal so vom Nahen mein Gesicht sieht. Hier ist jetzt auch ein bisschen besseres Licht. Sieht man, wie hell das hier oben wieder ist. Und ich lieb's. Ja, wieder richtig schön blond. Und halt die Spitzen sind auch ein gutes Stück kürzer. Also jetzt nicht mega krass, weil ich mag einfach gerne lange Haare. Aber halt die kaputten Spitzen sind ab. Und ich bin sehr, sehr happy. Also ich finde es so krass, weil es so ungewohnt, mich hier oben wieder so blond zu sehen. Also auch gestern, ich gucke mal gar nicht in den Spiegel, bis wir fertig sind. Und da habe ich in den Spiegel geschaut und dachte mir so, oh mein Gott, ich bin so blond geworden. Also richtig cool. Ich mag es richtig, richtig gerne. Und ich habe jetzt auch schon mein Bikini drunter. Und packe jetzt mal meine Sachen, weil ich fahre heute mit meinen Geschwistern und mein Freund kommt wahrscheinlich auch noch ins Freibad. Ein bisschen bräunen, ein bisschen entspannen, schwimmen gehen und so. Und ich freue mich auf jeden Fall total. Ich will dieses Jahr auch noch gar nicht schwimmen. Deswegen super cool. Packe ich jetzt mal meine Sachen für. Ich bin jetzt ready. Ich muss gerade meine Haare nochmal zumachen. Ich habe für Insta ein Foto gemacht, aber ich will so ein Haar-Transformation-Wheel drehen. Deswegen wollte ich nicht, dass man in meiner Story schon meine Haare sieht. Das wäre irgendwie blöd. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt ready. Und wir radeln jetzt. Erstmal radeln wir uns Food holen und was zu trinken, weil wir keine Wasserflaschen hier haben. Und dann schwimmen. Huhu. Fährst du noch mal so ein bisschen so? Ja. Sind gerade angekommen und haben hier erstmal unsere ganzen Food-Sachen ausgepackt. Das Ding ist halt, ich war bei Rewe. Der ist schon los. Ich war bei Rewe und ich wusste nicht, dass die auch noch so Waffeln und so wollen. Deswegen haben wir jetzt dreimal Waffeln. Brötchen, ganze Knabberzeug. Für einmal schwimmen gehen. Wir sind ausgestattet. Die anderen legen sich erstmal in die Sonne. Und ich schneide jetzt schnell mein Haarreel, damit ich Instagram-Stories machen kann, ohne dass mein Haar exposed wird. Wo ich glaube, die Veränderung sieht man auch nicht so krass. Ich weiß es nicht. In der Kamera denke ich immer so, es sieht gar nicht so anders aus. Aber im Spiegel schon. Blondie. Pommes, Ketchup und Mayo. Und für die anderen netten Leute, ich hoffe, man sieht es gerade so hell, nur Mayo. Yummy! Ich bin wieder zu Hause vom Schwimmen. Ich auch schon duschen. Und da noch schnell bei Rossmann und habe mir Augenbrauenfarbe geholt. Ich habe die eigentlich schon, aber die gibt es in 3 Stufen bei uns. Und ich habe jetzt mal die hellste geholt, weil ich bin jetzt ein bisschen heller. Ich lieb meine neuen Haare. Und ich dachte mir, deswegen nehme ich lieber mal
die hellste Farbe, weil ich finde, also ich hatte halt die dunkelste von denen, die es bei uns im Rossmann gab. Und ich finde es da schon mal ein bisschen zu dunkel. Aber, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich denke schon, meine Augenbrauen sind sehr dünn. In der Kamera sehen sie sogar noch mehr aus, als sie in echt sind. Sie sind schon ziemlich dünn. Und ich finde, man sieht vor allem halt hinten, sieht man die mal fast gar nicht. Deswegen dachte ich mir, färbe ich die heute nochmal. Und es ist halt jetzt dunkelblond. Weil ich irgendwie, also ich früher fand ich das voll toll, wenn meine Augenbrauen dunkel sind. Aber ich finde, das passt einfach nicht so gut. Ich glaube, ich stelle euch ein bisschen höher. Vielleicht ein bisschen besser. Auf jeden Fall war das Schwimmen richtig toll. Ich war ja dieses Jahr noch gar nicht. Aber ich finde es richtig schön. Ich finde es auch immer. Also, die letzten Jahre, ich habe mich schon immer unwohl gefühlt, so im Bikini. Ich meine, es ist ja auch eine seltsame Situation, wenn man so gefühlt in Unterwäsche darum läuft. Aber heute, ich muss sagen, ich habe mich gar nicht unwohl gefühlt eigentlich. Schmier die Farbe dann immer erstmal auf meinen Augenbrauen. Sieht dann so aus. Super pretty. Da mache ich mit so einem Wattestäbchen immer noch ein bisschen am Rand weg, wenn ich irgendwo übergemalt habe. Ich habe die Farbe jetzt gefühlt nur so 3 Minuten drauf gelassen, aber ich finde, es sieht schon so dunkel aus. Oh mein Gott. Ich habe jetzt mal Panik, dass ich Balken habe, deswegen mache ich das jetzt mal direkt ab. Und ich glaube, ich wasche es einfach mit Wasser ab. Okay. Okay, ich glaube, es sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Ich dachte, es ist zu dunkel, aber ich meine, das wäscht sich ja wahrscheinlich auch relativ schnell ein bisschen raus. Und ich glaube, in der Kamera sehen meine Augenbrauen irgendwie generell dunkler aus. Also die sahen vor dem Färben auch dunkler aus, als sie aussahen in echt. Und jetzt nach dem Färben auch in echt sind sie nicht so dunkel. Da könnte man das so besser. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich mag's. Ja, finde ich besser. Besser auf jeden Fall als dunkelbraun. Das war mal ein bisschen zu braun. Top. Ich habe mir jetzt gerade einen richtig random Night Snack gekauft und meine Augenbrauen sehen echt so dunkel gerade aus, ne? Die sind dann echt nicht so dunkel. Sieht so scheiße gerade aus. Genau. Und zeige euch gleich auch meinen Snack. Dann schaue ich noch einen Film. Und ich wollte nochmal kurz zum Thema Schwimmen gehen und See und so. Ja, ich habe mich heute wirklich eigentlich gar nicht unwohl gefühlt. Und irgendwie finde ich immer, wenn man so an den See geht oder halt schwimmen generell, merkt man erstmal, dass gefühlt eh fast keiner aussieht wie so irgendwelche Fitness-Influencer, Instagram, was auch immer, Girls. Und irgendwie finde ich, ist es dann immer so voll entspannend. Also wenn man sich dann so denkt, okay, die sehen auch alle ganz normal aus. Und es gibt einfach verschiedene Körpertypen, so wie es ja auch größere und kleinere Menschen gibt und sowas alles. Und ich glaube, das ist in meinem Unterbewusstsein sehr gut angekommen. Und ich glaube, deshalb habe ich mich heute nicht so unwohl gefühlt, sondern mir einfach so gedacht, es ist, wie es ist. Auf jeden Fall mein Snack. Ist einfach eine Schüssel Nachos mit Gouda. Ich hatte nämlich eigentlich voll Bock auf Käse. Ah, ich hatte auch voll Bock auf was Salziges. Ja, deswegen, that's my snack. Und es ist einfach so heiß. Ich schaue jetzt wahrscheinlich noch Fuck You Goethe 3. Weil den hatte ich letztens irgendwann, ist mein Laptop irgendwie, der ist aus. Den hatte ich letztens irgendwann angefangen. Und den will ich noch fertig schauen. Ich finde den aber bis jetzt nicht gut. Also der ist zu, die haben es zu krass versucht, finde ich. Also ich finde den nicht so gut, aber ich schaue ihn noch fertig. Und dann wollte ich eigentlich heute noch mein Buch fertig lesen. Die ist ja zurzeit Icebreaker. Bin auch eigentlich so gut wie durch. Also ich weiß nicht, ich glaube, es sind noch so 50 Seiten ungefähr. Genau, das wollte ich eigentlich auch noch am Wochenende fertig lesen. Also vielleicht lese ich das heute fertig. Sonst einfach morgen. Morgen ist ja erst Sonntag. Sonntag ist eh mal Chilltag. Genau.